Ja, hallo Helmut, schön, dass du da bist. Wir haben heute das Thema Verheißung Gottes und dazu wirst du gleich etwas erzählen, da freue ich mich drauf. Vorab ist es ja so, dass die Bibel ist ja Gottes Wort und in der Bibel stehen ja auch Zusagen und Verheißungen von Gott für uns. Und Gott ist ja jemand, der sein Wort hält. Also Gott ist ja nicht jemand, der heute Hü und morgen Hott erzählt, sondern der hat was aufgeschrieben, der hat uns sein Wort gegeben und was da drin steht, ist ja die Wahrheit. So. Und wir erfahren ja als Christen immer wieder auch, wie solche Verheißungen von Gott in Erfüllung gehen. Also etwas, was er aufgeschrieben hat, dass es genauso sich auch für uns in unserem Leben zeigt. Und so eine Erfahrung, Helmut, hast du ja auch gemacht. Und ja, da bitte ich dich jetzt, dass du uns das mal erzählst, dass wir daran teilhaben dürfen. Ja, sehr gerne, weil das beschäftigt mich auch sehr oder geht mir sehr ins Herz und das teile ich sehr gerne mit anderen, erzähle ich sehr gerne davon. Also in dem Fall war es jetzt nicht so, dass ich die Verheißung gelesen hätte im Wort und jetzt irgendwie, sage ich mal, das jetzt speziell das mit mir rumgetragen hätte. Das kann man ja so machen, ne? Dass man einen Vers findet und sagt, so, den nehme ich jetzt. Ja? Und mit diesem Vers, da stelle ich mich jetzt drauf, da möchte ich jetzt irgendwie mit arbeiten oder so. Das war bei mir nicht so. Ich kannte zwar den Vers und ich erzähle einfach vielleicht den Hintergrund, wie ich zu diesem Vers überhaupt gekommen bin, ja? Damit man das nachvollziehen kann. Also ein Thema, das mich einfach beschäftigt hat, ist meine Arbeit. Ich mache meine Arbeit sehr gerne. Ich liebe meine Arbeit. Ich mache Forschung im Bereich Mathematik. Und was ich aber irgendwie nie auf dem Schirm hatte, war irgendwie Gott da auch einzuladen in diesen Bereich, ne, in den Bereich Arbeit. Auch vielleicht, weil es auch ein bisschen exotischer ist, sage ich mal, ja, also meine Arbeit. Und das ist mir alles, ich habe die Idee nie gehabt, ne, irgendwie zu beten oder zu sagen, Gott, hast du nicht Ideen oder hilf mir oder so. Und da wurde ich von einem Freund drauf aufmerksam gemacht, ne, weil ich mich mit dem unterhalten habe und dann hatte der mal den Vorschlag, sag mal, hast du mal gebetet, ne, dass Gott dir da Einsicht schenkt oder so. Und ich sagte, nee, ist mir nie eingefallen, ne, aber gute Idee, könnte man ja mal machen. Beziehungsweise es hat eine Weile gedauert, bis ich das dann auch wirklich annehmen konnte. Ne, und genau. Und ja, und in der Situation, von der ich jetzt erzähle, das ist jetzt, ich glaube, 2, 3 Jahre her. Ich sag mal so, da gab es auch einige Herausforderungen in der Arbeit. Also bei mir sah das jetzt so aus, dass man braucht gute Ideen, aber man kann die nicht einfach produzieren. Ne? Also das ist nicht so, dass ich jetzt morgens aufstehe und ich sitze jetzt 8 Stunden irgendwie an einem Produkt oder an einem Ding und ich produziere jetzt gute Ideen. Ich kann zwar arbeiten, ich kann zwar vieles dafür tun, aber ob mal wirklich gute Ideen kommen, das habe ich nicht in der Hand. Ja, das ist irgendwie, das ist halt, wir sagen ja auch oft Eingebung. Ne? Und ja, das hat mich beschäftigt und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe auch mit Gott darüber gesprochen und also inzwischen habe ich da auch mehr darüber gelernt, dass ich weiß, für Gott ist das alles klar, für Gott ist das nicht schwer, auch wenn es für mich manchmal sehr herausfordernd und sehr schwierig ist. Ich habe dann manchmal auch gesagt, Gott, dir ist das doch alles klar, ne? Verrat mir doch mal was. Ja, ich meine, du hast doch die ganzen Einsichten, ne? Du weißt all das, was wir schon rausgefunden haben. Kennst du, weißt du, es ist, ich glaube, für ihn ein alter Hut. Und er weiß aber noch viel mehr, ja. Er weiß auch all die Dinge, die wir noch nicht rausgefunden haben. Da musste ich immer mal wieder denken, wenn ich an ein Problem war, Herr, du weißt es doch alles, ja. Kannst du mir nicht irgendwie was verraten davon? Ja, das hat mich einfach so beschäftigt. Und jetzt speziell in dieser Woche war das so, dass ich eigentlich hätte arbeiten sollen oder auch arbeiten wollen. Ich hatte auch 2 Aufgaben, die jetzt irgendwie anstanden. Aber irgendwie hat Gott mir ganz viele Dinge aufs Herz gelegt, wofür ich beten soll oder Eindrücke gegeben, die ich aufgeschrieben habe oder die ich auch weitergeschickt habe. Und es war ziemlich viel und es war mehrere Tage hintereinander. Und
ich war irgendwie an dem Punkt, also ich hatte dann auch weniger Zeit zum Arbeiten, ne? Und weil das so viel war, irgendwann habe ich gedacht, also das kann ja wohl nicht sein, da bilde ich mir das ein oder was ist hier los, ne? Und ja, dann kam es irgendwie so aus mir raus, ne? Da habe ich einfach so, also ich dachte dann irgendwie, es war nach ein paar Tagen und ich dachte, okay, jetzt ist gut, ne? Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich hatte am nächsten Tag auch ein Meeting mit meinem Vorgesetzten, wo ich jetzt hätte besprechen, also diese Fragen besprechen sollten, über die ich hätte arbeiten sollen. Und da habe ich irgendwie gedacht, jetzt ist gut, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, daran zu arbeiten. Und Also dann merke ich, jetzt ist gut mit den Sachen, die du für Gott machst, meinst du jetzt? genau, Ah, okay. jetzt ist gut damit. Und dann Okay. merke ich in dem Moment, dass da noch mehr kommt. Oh, ich habe Ah, irgendwie, da ich habe kam so, noch mehr. da kam noch mehr. Ach so, Also in dem okay. Moment, wo ich dachte, jetzt ist gut, jetzt muss ich auch was anderes machen, da kam noch mehr. Und ich dachte irgendwie so, das kann ja wohl nicht sein. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann habe ich auch so gesagt, Gott, dir ist schon klar, dass ich eine Familie habe, ja, dass ich diese Arbeit, damit verdiene ich mein Geld. Du weißt, wie viel Miete ich bezahle im Monat. Du weißt, welche Ausgaben habe. Du weißt, dass ich brauche diese Arbeit, ne? Und ich muss das machen. Du weißt auch, wie viel Zeit ich noch habe und welche Herausforderungen das sind, ne? Dass ich das nicht einfach, das kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Und ich meine, selbst wenn ich viel Zeit gehabt hätte, wäre nicht klar gewesen, was dabei rauskommt, ja. Und ich war hier auf dem Weg, gerade hierher, wo ich hier sitze, ich war auf dem Weg in die Küche und als ich das so gesagt habe, so, ich weiß nicht, ob ich das laut oder innerlich gesagt habe, als ich das so gesagt habe, höre ich sofort eine Antwort. Und die Antwort war: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also ich habe den Vers jetzt abgelesen, aber ich hatte den nicht wörtlich, aber sinngemäß. Und der steht übrigens in Matthäus 6, Vers 33. Und ich dachte irgendwie so, oh, okay. Und ich meine, den Vers kannte ich, also der war mir natürlich nicht neu. Aber ich musste da erstmal drüber nachdenken und hab gesagt, okay, wenn du das so klar sagst, Herr, dann mache ich die Sachen, die du mir aufträgst, und du wirst mir bei dem Rest helfen. Ich habe keine Ahnung, wie du das machst, da ist auch nicht mehr viel Zeit, ne? Das Meeting ist morgen, aber okay. Ja, habe ich das noch fertig gemacht und tatsächlich an dem Tag hatte ich wirklich noch wenig Zeit. Ich habe meine Jungs abgeholt aus Kindergarten und Schule und mit ihnen was unternommen und ich kam um 8 ins Bett. Also ich erzähle jetzt einfach genau, wie es gelaufen ist, weil es war ungewöhnlich. Ja, und um 8 lege ich mich ins Bett und war auch ziemlich müde und dachte, okay, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit. Ich meine, wenigstens kannst du jetzt über diese Fragen noch einfach mal, sag mal, die einfach durch den Kopf gehen lassen und ja, gucken, was passiert. Vielleicht fällt mir ja noch irgendwas ein. Und während ich so nachdenke, merke ich, plötzlich kommen Ideen, ne? Also wie ich das machen könnte, wie ich dies angehen könnte, das könnte man anders machen. Ich merke so viele Ideen. Ich bin sofort aufgestanden, habe angefangen, die aufzuschreiben, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, kann ich die vergessen, ne? Und das wäre Ja. wirklich. Und ich habe einfach nur, ich weiß nicht, 2, 3 Seiten geschrieben am Stück. Und dann war irgendwie gut. Und dann habe ich gedacht, wow. Und dann erst habe ich gemerkt, wow, das ist ja die Antwort auf eine der beiden Fragen. Ne? Ich dachte, Gott, du bist ja genial. Das ist ja der Hammer. Ne? Also das Ding war nur, also das war praktisch ein Lösungsansatz für eins der Probleme. Aber man kann nicht innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde prüfen, ob dieser Lösungsansatz überhaupt funktioniert. Das geht nicht. Also allein zum Prüfen habe ich dann Wochen gebraucht, um diesen Lösungsansatz zu prüfen, ob der Wow. funktioniert. Ja, also natürlich sehe ich, dass es ein Ansatz ist. Das habe ich schon gesehen, ja. Und es hört sich auch gut an, ne? Das habe ich auch gemerkt. Oh, das hört sich toll an, ja. Aber ich sag mal so, nur eine Idee, die sich toll anhört, muss noch nicht funktionieren. Aber ich habe das so angenommen, habe gesagt, okay, Herr, wenigstens kann ich morgen 50 zu 50% kann ich morgen was erzählen. Ja, das ist super. Und bin schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen bin ich früh aufgewacht, ich glaube 6:30 oder 6:30, ich weiß nicht mehr. Und hatte jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich die Jungs wecke und Frühstück mache und so weiter.
Und während ich auf dem Bett liege, merke ich, dass da wieder Ideen kommen. Ich denke, das gibt's doch nicht. Sofort wieder aufgesprungen, wieder geschrieben und ich wurde gerade so fertig, um dann die Jungs zu wecken und zur Schule zu bringen. Perfektes Timing. Perfektes Timing. Also, und eins ist klar, ich hab das nicht getimt. Also, das kannst du nicht timen, sowas. Das geht nicht. Und dachte nur, das gibt's doch nicht. Und habe irgendwie gemerkt, das ist die Antwort auf die zweite Frage. Ja. Wow. Und wie gesagt, ich konnte nichts prüfen. Ja. Ich habe es gerade geschafft, aufzuschreiben, aber selbst eine Woche hätte mir nicht gereicht, das zu prüfen. Ja. Also ich bringe die Jungs weg und komme wieder zurück, gerade rechtzeitig zum Meeting mit diesen Unterlagen. Ja. Und ja, und dann habe ich das halt erzählt. Meinem Vorgesetzten ging das ähnlich, der fand es ganz interessant, aber konnte es auch nicht prüfen. Ne? Geht halt nicht, ne? Geht nicht so schnell. Und dann war irgendwie klar, okay, wir versuchen das, weil es hört sich gut an, ja, es sieht gut aus. Und dann haben wir, also tatsächlich ist es so, wir arbeiten heute noch dran. Also heute, inzwischen ist noch ein Dritter dazugekommen, wir arbeiten zu dritt an diesem Thema. Und wir haben noch nicht alles ausgeschöpft, ja. Es, Was? Das ist ja nee, wir haben noch, großartig. ja, wir haben noch Das nicht alles ausgeschöpft und ja, es geht sogar noch weiter. Also in der Zwischenzeit, ich glaube so, ich weiß jetzt nicht mehr, ein Jahr oder so nach diesem Eindruck war es so, dass mein Vertrag ausgelaufen ist und ich sozusagen den neuen Vertrag, unter dem ich jetzt arbeite, der, also so ein, Ich habe einen Forschungsantrag dafür gestellt, ne? Und die Grundlage dafür ist genau das, was ich da bekommen habe. Also auf Grundlage davon habe ich sozusagen Also, die beiden Informationen abends und morgens sozusagen, das war jetzt Grundlage dafür, dass du neue Jobvertrag bekommen hast, sozusagen, den neuen Jobvertrag. genau, einen Forschungsauftrag, ja, über 2 bis 3 Jahre. Ja gut, ich muss jetzt dazu sagen, jetzt nicht allein diese Eindrücke, die ich bekommen habe, sondern natürlich muss man dann weiterarbeiten. Ne? Also Ah, das okay. allein hätte nicht gereicht. Ne? Aber auf Grundlage dessen, was da kam, ist die ganze Arbeit, die wir danach gemacht haben, baut darauf auf. Ja. Und du kannst dir sicher sein, dass das nicht aus deinem Verstand gekommen ist. Es kam in meinem Verstand, aber Gut, aber anders formuliert. es war Also inspiriert, genau, ja. inspiriert durch Gott, würdest du Ja, sagen. Als genau. Bestätigung auch dann für deinen. Das war, ich meine, für mich ist das so eine krasse Bestätigung. Ich meine, das war ja weit über das, was ich absehen kann. Ne? Ich konnte ja niemals jetzt an diesem Nachmittag und Abend oder an diesen, lass es mal 2 Tage sein, an diesen 2 Tagen sehen, was das für eine Reichweite hat. Ne? Dass ich da auf Grundlage dessen den neuen Vertrag bekomme. Ja? Und im Grunde, mein Einkommen jetzt in dem neuen Vertrag geht darauf zurück, ja. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Vers, ne? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Da ging es ja eben darum, nach seinem Reich zu trachten. Und das hat mich sehr herausgefordert in der Situation und auch danach noch und auch jetzt noch. So wird euch das alles zufallen. Aber ich merke, dass eben genau das passiert ist, ne? Dass sozusagen natürlich, ich muss jetzt noch meine Arbeit machen. Ne? Also es ist nicht so, dass ich dann in Sessel gesessen wäre und gesagt hätte, ja, danke, wunderbar, und jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten. Nee, die Arbeit ging dann schon noch richtig los. Ne? Und ich muss auch sehr fleißig arbeiten. Aber sozusagen die Grundlage dafür, die kam nicht von mir. Und da merke ich einfach, dass ich so versorgt werde und dass Gott uns so versorgt. Ich meine, das ist einfach sein Wort. Das gilt nicht für mich, das gilt für jeden. Nicht nur für mich, sondern für jeden. Und das durfte ich einfach so erfahren. Und ja, ich merke, das fordert mich auch immer noch heraus, auf eine gute Art, dass ich auch mehr Dinge in Frage stelle. Was bedeutet es? Kann ich auch darüber nachdenken, was bedeutet jetzt zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten? Was bedeutet jetzt das ganz konkret für dich in deinem Alltag? Und ich denke, da ist auch bei mir noch viel Raum nach oben. Ne? Ich glaub nicht, dass ich das alles verstanden habe. Ne? Das war einfach nur so ein kleines Puzzleteil. Aber ich glaube, dass wir alle auch als auch Gemeinde auch da sehr viel lernen können und dass da noch sehr viel mehr für uns drin ist. Das ist auch etwas, was ich sehr auf dem Herzen habe und spüre, dass Gott wirklich Wunder tun möchte. Er möchte in unser Leben
eingreifen. Ich meine, klar, wir lernen ihn kennen, wir nehmen ihn an für unser Leben, aber da ist noch so viel mehr. Da ist noch so viel mehr, was er für uns hat. Und du hast es eingangs gesagt, sein Wort ist voll davon, ist voll von Verheißungen. Und ein Grund, warum wir davon nicht so viel sehen, ist, dass wir sie nicht nehmen, dass wir nicht darin leben. Das liegt nicht an ihm. Und ich habe den Eindruck, er wartet nur darauf, wirklich Wunder zu tun, Zeichen und Wunder zu geben in unserem Leben. Aber es liegt an uns, Schritte des Vertrauens zu gehen, ne? Und das kann jetzt dieser Vers sein, kann auch ein ganz anderer Vers sein für dich oder wer auch immer zuhört. Ja, und ich denke, das Gute ist auch, wir können darin wachsen. Wir können ganz klein anfangen. Mit dem, was wir haben, mit dem, was wir schon verstanden haben. Und da der kleinste Schritt, Gott sagt in seinem Wort, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich denke, wenn wir einen kleinen Schritt auf ihn zumachen, macht er sofort einen Schritt auf uns zu. Und egal, wo wir stehen, wir können da anfangen. Und ja, ich hoffe, dass das Zeugnis auch andere ermutigt, ja, Gott da, ich sag mal, auch auszuprobieren, ja. Und zu sagen, Herr, ich mache das jetzt im Vertrauen auf dich, tue ich das, was du da sagst, oder glaube ich das, was du da sagst, und ich weiß, dass er antworten wird und dass er Wunder wirken wird und dass er auch bei vielen, die das tun und die zuhören, dass er, kann ich das weitergeben? Ich habe das gerade als Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte dich sowieso gefragt, was du noch dazu sagen möchtest Okay. für die Zuhörer oder Zuschauer. Ja. Und von daher wunderbar, danke. Ja, ich habe das gerade, ich meine, ich habe das gerade als Eindruck, dass Menschen, die zuhören werden, dass es sie ermutigen wird. Und du darfst das nehmen als eine Ermutigung für dich, ganz egal, wo du stehst, egal in welcher Situation. Und ich habe das nicht so ausführlich beschrieben, aber die Situation, in der ich war, war nicht so leicht, war nicht so einfach. Also ich bin auch alleinerziehend mit den zwei Kindern. Ich sag mal so, es war nicht einfach alles rosig oder so, gar nicht. Aber ich glaube, dass Gott genau in solche Situationen hineinkommen will, in Situationen, die anstrengend sind, in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, wo viel Unsicherheit ist, wo wir sozusagen vielleicht auch am Ende unserer Weisheit sind, am Ende unserer Kräfte, am Ende unseres Lateins. Und genau da will Gott reinkommen und wirken. Und ja, wenn du das hörst, wenn du das siehst und das im Vertrauen nehmen kannst, ja, in deinem Herzen glauben kannst, dann will ich dich ermutigen, geh weiter auf diesem Weg, geh weiter in diese Richtung, sprich mit Gott darüber, halt ihm sein Wort hin und sag ihm das. Und du wirst ihn erleben, er wird in dein Leben kommen, er wird eingreifen und er wird Wunder in deinem Leben tun. Und ich sehe auch gerade jetzt, wie Gott neue Türen aufmacht bei Menschen, die zuhören, neue Türen für Arbeitsplätze. Ich sehe Menschen, die Arbeitsplätze verloren haben und deswegen verzweifelt sind. Aber ich möchte dir Mut zusprechen. Für Gott ist es kein Problem. Ja. Setz dein Vertrauen in Gott, denn er wird neue Türen für dich öffnen. Neue Türen, wo du auch wirklich wo deine Person gefragt ist, wo deine Kreativität gefragt ist, wo die Stärken und die Gaben gefragt sind, die in dir drin sind. Und auch was Ideen angeht, Ideen für Lösungen, Problemlösungen, auch Erfindungen, auch Patente. Ich sehe, dass da Gott hat einen Raum und dieser Raum, der birst über, der ist so voll, weil so wenig Leute diese Zusagen abgeholt haben. Aber Gott sagt, es ist Zeit, dass meine Kinder diese Verheißungen abholen. Ja, der birst über der Raum. Und ich glaube auch gerade für Deutschland, Gott wartet darauf, dass Menschen aus Deutschland kommen und im Vertrauen diese Dinge nehmen, Erfindungen nehmen, Patente nehmen, Arbeitsplätze nehmen, neue Geschäftsmodelle nehmen, neue Firmen nehmen. Und ja. Da möchte ich einfach ermutigen, das zu tun. Und wir werden das sehen, wir werden das erleben. Amen. Ja. Wunderbar. Ja. Also, wenn da jetzt Zuschauer sind, bei denen das dann eintritt, die dürfen auch gerne Kommentare schreiben. Logisch, ne? Und dürfen sich dazu äußern. Also auch zu dem, was du gesagt hast. Weil ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir unsere Zeugnisse teilen. Das ermutigt einfach sehr.
Und ja, danke, Helmut, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit uns zu teilen. Vielen Dank. Ja, danke sehr, hat mich sehr gefreut, dass ich für die Einladung. Ja.